Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen New Super Mario Bros. U, mal wieder gegen Try. Unterschrift des heutigen Videos, die Rache des Herings. Richtig. So, bist du bereit? Ja. Diesmal gebe ich das Kommando. Ach, daran hat es gelegen, ja. Genau. So, 3, 2, 1, los! Oh Gott, ich renne. Go, go, go! Teil der Gesichtsfelsen. Ich finde, das klingt immer noch wie eine Beleidigung. Finde ich auch. Du scheiß Gesichtsfelsen, du. Na, gut. Okay, so, heutiges Programm. Hering gewinnt gegen Try. Das ist schon mal sehr gut möglich, da ich voll verkacke gerade. War vorhin ja nicht anders, aber... Ja, aber du hast noch mehr verkackt. Ja, ich meinte am Anfang, aber... Oh Gott! Ja? Es war knapp. Schade. Nein! Das war... Okay. Es wird immer schöner. Das klingt eigentlich ganz positiv. Na, geht so. Wie man es halt nimmt, ne? Gesichtsfelsen sind schön. Auch wenn sie wie Bernd das Brot aussehen. Man sollte alle Gesichtsfelsen auf dieser Welt verbieten. Nö. Doch. Nö. Doch. Na. Guck mal, ein Sandkuchen. Yay. So. Abzweigung mal wieder. Achso, oh, Mopsi. Nein. Mopsi? Oh, nix Mopsi. Nee, nix Mopsi. Mopsi ignoriere ich. Weg hier, Mopsi. Lass mich in Ruhe. Nicht reden, Willi. Oh nein, wie schrecklich. So ein Typ hat mein Zeug. Oh, Blue. Ich hasse solche Zwischenfälle. Ja, es ist ganz toll. Ja, er rennt dir weg. Schön. Das ist wahrscheinlich ein hässlicher Pilz. Und du bist ein Pilz. Würde ich mir Gedanken machen drüber. Aber okay. Das ist nicht deine Oma, die du gerade beerdigen wolltest. Ja, ja. Ist okay. Ist okay. Du meinst... Okay, so habe ich nie über die Pilze nachgedacht. Beziehungsweise über die Pilzköpfe. Die Mario frisst. Du meinst, das sind Leichen? Natürlich, von Toads? Was sonst? Ii. Ja, das ist eklig, aber passt schon. Oh Gott. Barbarisches Pilzkönigreich. Mhm. Ach du Scheiße. Aber gut. Ist halt so, ne? Ja, kann man nichts machen. Mach nicht schon so, als wärst du weiter als ich. Ich mag Pokis nicht. Es geht mir ähnlich. Och du Kacke. Bist du auch in die linke Welt gegangen, oder? Ja. Warum auch immer. Boah. Mehr. Ich will mich gerade so sehr über einen Pilz freuen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Ausgang hier ist. Ich hoffe einfach irgendwo rechts. Nein. Das ist toll. Oh Gott. Das ist nicht toll. Nein! Und da ist er tot. Ich hasse diese Sandfontänen. Wo geht's denn nochmal raus? Links, rechts, geradeaus. Aha. War hier ein geheimer Ausgang? Nee. Du hast einen guten Vorsprung inzwischen. Wer weiß? Ich. Lass mich. Das ist ein Scheiß. Das gibt's doch nicht. Ups. Selten dämlich stelle ich mich hier gerade an. Hey, geht's nicht raus? Ich glaube, du musst dieses Mal eigentlich nichts machen, außer nicht sterben. Hä? Scheinbar irgendwie doch. Okay, okay. Pff, ich hab den Ausgang nicht gefunden. Ey, ich bin behämmert heute. Jetzt geh da runter. Nein. Dass die auch so scheiße da rumlaufen. Gewisse Dinge sind wohl nicht so einfach, was? Ich bin schon so weit. Ja, ich weiß. Ey, leck mich am Arsch. Ja, komm mal wieder tot. Keine Chance. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das kommt mir gerade vor, als wäre ich nie hier gewesen. Macht übrigens, dass wir mit derselben Anzahl an Leben gestartet sind. Ja. Wohlweislich, nach dem, was wir beim letzten Mal erlebt haben. Also ich sag mal, du hast jetzt 3 Minuten Vorsprung. Hm.
was nach 6 Minuten Aufnahme sehr peinlich ist, aber ja. Ich fühle mich noch nicht sicher. Yoshi, komm. Nein! Okay, du kannst dich sicher fühlen. Ich hab bald meinen Game Over. Das kennst du, glaube ich. Eieiei, ist das schlimm. Ich weiß jetzt schon, auch wenn das letzte Video noch nicht draußen ist, die Leute werden so über mich gelacht haben. Ja und? Ich auch? Ja. Jetzt möchte ich aber bitte dann entsprechende Kommentare auch wieder hier, ne? Also auch für Trial lesen. Das wäre sehr nett. Nett? Nö. Doch. Also okay, es wäre nicht nett, aber es würde, es wäre gerecht. Sagen wir es mal so. Warum? Wie sie mir, so sie dir? Sibirien? Die Abonnenten halt. Also. Weiß schon. Boah, hattest du eigentlich voll das Problem mit Ausgang finden? Hä? Du hast das. Na, bei der Pokéhöhle. Ja, warum? Ja, weil ich die untere Röhre genommen habe und nicht die obere. Ja. Das war das Problem. Hm. Und ich kam in die unteren Röhre nicht rein. Hm. Und ich habe mir die ganze Zeit den Kopf gestoßen und ich habe mir gefragt, was zum Teufel? Hm. Tja. Ich erinnere mich vage an die Burg hier. Burg? Hör auf. das ist Bestandteil einer Challenge gewesen. Echt? Ja. Da musste man hier so schnell wie möglich durch. Zum Glück kenne ich nur noch ganz vage. Hast du eben schon die gesagt? Die Tricks und Kniffe. Boah, Kacke. Gib mir Feuer. Ich lieb mir Tschernobyl Yoshi. Hey, Tschernobyl Yoshi. Bitte, bitte, mach hinne. Tschernobyl Yoshi for the win. Oh, Junge, tschüss. Sicherheitsdenken. Eigentlich darf ich ja auf keinen Fall mehr auf Nummer sicher gehen, weil ich einfach schon viel zu weit hinten dran hänge. Tja, das ist die Frage. Vielleicht verarsche ich dich aber auch die ganze Zeit und hab schon längst mein erstes Game Over gesehen. Nein. Das hätte man gehört. Ach so. Woran würdest du das denn festmachen? So, ungefähr. So. Du hast das Haschnuschnu vergessen. Haschnuschnu. Ja. Könnte uns schon sein. Ich glaube, man merkt es mir an, wenn ich mich aufnehme. Ja, das ist so ähnlich wie bei mir. Hm. Freu dich nicht, Mario. Geh einfach. Einfach gehen. Ich habe viel zu lange gebraucht, hier reinzukommen. Hm. Bin auch selten. Ich bin immer diese komischen Sandsäulen, die von unten nach oben kamen, reingehüpft und die haben mich dann schön in die Pokés geworfen und ja. Ja, das Problem gab's bei mir am Anfang auch fast. Fast. Aber nicht dreimal. So. Bei der seltsamen Ebene. Was? Gibt es einen Goomba und einen Feuerbruder. Nein, da bist du noch gar nicht. Lüg doch nicht rum. Stimmt, da bin ich noch lange nicht. Ich würde es schon mal anteasern für die Zuschauer. Das war ein geiler Teaser. Ich sehe zum Glück auch noch nicht die komische Sequenz, wie Kamek gerade das Schloss verzaubert. Mann, hast du ein gutes Gedächtnis, dich an sowas noch zu erinnern. Ja, ich weiß. Irgendwie seltsam. Das ist eines dieser Spiele, hast du es einmal gespielt, du vergisst es nie wieder. Och nein. Jetzt mach. Mario, warum? 1 und 2 und Knochentrocken ist vorbei. Eieiei. Kleiner Tipp, wenn du die Burg geschafft hast, ich würde speichern. Egal, ob zusätzliche Zeit bei einem Anspruch nimmt oder nicht. Hast du etwa Erfahrung damit gesammelt? Ja. Ich würde es jedenfalls so machen. Also. Einerseits verstehe ich es, andererseits. Es nimmt nicht viel mehr Zeit in Anspruch. Ein bisschen schon und. Ja, 2 Sekunden. So oder so würde ich es eh nicht mehr aufholen. Schnu. Hä? Was war das denn? Das ist nicht das Schnu, sondern was ich gemacht habe. Das war nicht das Schnu, was ich hören wollte. Was? Achso, ein Eichelpilz auch einsammeln? Ja, komm. Ist, glaube ich, freie Wahl. Aber würde ich eben... Nein, nö, weil das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Hör mal auf, so schnell zu machen. Hast du schon die beiden Viecher erledigt?
Wer weiß? Ja, du. Darum frage ich. Würde es dir helfen, wenn ich ja sage? Nein. Dann nein. Nein? Ja. Okay. Ach so. Nein, und jetzt springe ich neben Bumm. Ich habe das so auf letzter Zeit, dass ich einfach so einen halben Zentimeter verpasse. Oh, nee. Unglaublich. Ich gehe hier noch drauf. Ich meine, das sehr Interessante ist, dass es nicht mal die schlimmsten Level in dieser Welt waren. Mhm. Nee, die Pokéhöhle war hau auf mich. Die Loderschlangenhöhle, die ging eigentlich. Das die jetzt auch. Aber... Ja, was danach kommt, ist auch nicht viel besser. Bitte mach jetzt keinen Gott. Fail. Nicht zu schnell machen. Nicht zu schnell. Oh, diese dummen Sequenzen. Ja, Bowser, du kannst nicht dekorieren. Ja, lass ihn doch. Nein, das sieht scheiße aus. Hände. Oh, Giftnebel, das ist für die Bewohner voll cool. Vor allem auch für seine eigene Aussicht. Ja. Ich meine, er nimmt das Schloss in Besitz und was macht er dann damit? Wenn er rausguckt, ganze Zeit scheiß lila Nebel. Ich würde das ja unschön finden. Ui. Ja, ja, auf, komm. Einfach machen, einfach machen. Gut. Echt? 5 Minuten, sage ich jetzt. Meinst du? Jo. Glaub ich nicht. Das ist immer so ein bisschen relativ, ne? Ja. Kommt halt drauf an. Richtig. Und bei mir kommt gerade gar nichts gut. Ich will die Items einfach nicht. Jetzt rennt der scheiß Feuerbruder von mir weg. Naja, gut, das haben sie bei mir auch gemacht. Deswegen, es ist ja absoluter Zufall, ob du auf der Ebene irgendwie mal in so ein Vieh reinläufst oder nicht. Vor allem, ich springe inzwischen viel zu zaghaft auf die Gegner, weil ich Angst habe, direkt wieder getroffen zu werden. Und dann ist halt gar kein Kontakt da. Hast du zwischenzeitlich Leben gesammelt? Weiß ich nicht, ich achte da nicht drauf. Achso. Ich renne einfach nur stumpf. Ja. Das ist, glaube ich, auch die beste Taktik. 6 Leben habe ich aktuell. Okay. Klingt doch ganz gut dafür, dass du vorhin fast Game Over ja, es waren solltest. 4 Leben. Ich habe halt 3 hintereinander verloren, habe gedacht, wenn der Trend so weitergeht, dann... Hm. Du, 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 du. Das war unnötig. Das war... Oh nein! Das war sehr unnötig. Du, 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 du. Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, hey, jetzt läuft's hier langsam wieder und verkacke aber sowas von. Hm. Ja, das macht dich traurig, ne? Ja. Bin übrigens auch gerade gestorben. Oh. Na gut, das auch hättest du jetzt nicht sagen müssen. Du hörtest dich einfach so danach an. Och Mann, komm! Lass mich raten, du bist in dem Level vor der Burg. Eventuell. Aber es ist ein Scheiß-Level. Nur mal so. Das freut mich jetzt schon. Och Mann, jetzt lauf doch nicht vor dem Pilz weg. Nein! Sammeln den Pilz einfach ein und gut ist. Das war so scheiße hier. Ich dachte, ich mochte das Spiel mal. Ja, damals. Aber es war ein schönes Let's Play von euch. Danke. Ja, ich... Hier schon? Nee. Oh, ja! Ach, hier so. Ja, hier so ist... Ja, ist richtig. Wir verstehen uns. Das freut mich. Ist klar. Ach, ihr mich doch auch. Alle. Gut. Kreuz. Quer. Das ist ja gar nicht schwer. Und vollkommen unfair. Gibt immer so Momente, die echt knapp sind. Ja, könnten die ein bisschen knapper werden bei dir?
Bist du schon im Schloss? Vielleicht. Hör auf damit. Entschuldigung. Na, ich verzeih dir nochmal. Mach doch nicht. Na. Komm, also den Triumph musst du mir jetzt gönnen. Warum? Ja, weil, also das letzte, das war absolut, ne, das, nee, das ging gar nicht. Quasi. Ja, ja, ja. Hui. Also ich kenne ja LPer, die haben hier eine halbe Ewigkeit gebraucht. Ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ihr das wart. Achso, wie kannst du das nicht wissen? Also beziehungsweise, ob ihr hier so solche Probleme hattet. Ich weiß, dass Sozi hier echte Probleme hatte. War sehr lustig, mir anzusehen. Kann ich mir vorstellen. Auch wenn du... Nein, bitte nicht. Komm, gib dir Mühe. Ich tue es doch. Oh nein, ach, und das mach. War's tot. Ende. Schade. Letzte Chance verworfen. Vor allem habe ich noch keinen Checkpoint gefunden. Das war doof. Wie Checkpoint? In Lakitos Garten. Ach so. Bin anscheinend vorbeigelaufen oder so. Oh, und hüpfe dreimal am Block vorbei. Nee, nee, das war's. Das war's. So einfach kann man das machen. Aber ach, da war der Checkpoint. Oh, hab ich da viel Zeit. Bist du schon fertig? Noch nicht. Also gleich. Gib dir Mühe! Ich geb mir Mühe. Du musst dir mehr Mühe geben. Ja, gib dir mehr Mühe. Aber zumindest kannst du sagen, dass du kein Game Over hattest. Was ja wohl die Krone der Peinlichkeit war. Total. Hm. Was ist das? Nein. Ich vergesse den Sprungknopf und sterbe einen Zentimeter vom Ziel. Das ist schlecht. Oh Gott. So. Fertig. Das ist schön. Gratulation. Ich habe quasi gesehen, die Abzweigung erreicht, wo es jetzt entweder zu einem Eiswürfel, Eisfällen oder zum Minzmeer gehen würde. Wo bist du jetzt? Ja, immer noch hier, Lakitos Garten. Ach so. Ja. Weil diverse Wir Demo sehen. Können. Wir sehen oh, alle jetzt an der Stelle. Ja. Man kann Glück haben oder man kann Pech haben. Ich sterb schon wieder. Ja. Kann man. Ab und zu ist das Glück eben mit dem tüchtigen, sprich Hering. Dem tüchtigen Hering. Ab und zu halt. Naja, gut. Ab und zu verläuft es heute ja, halt nicht weiß. So. Ja, ja, alles ist in Ordnung. Okay, treten wir nicht so auf deinen Gefühlen herum. Ich hab Gefühle? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab übrigens gewonnen. Ja, ich weiß. Ich bin stolz auf dich. Ich kann mir jetzt eigentlich auch mal Zeit lassen, statt mein Leben wegzuwerfen. Aber ich schaff's nicht. Okay. Während Try jetzt noch versucht, Welt 2 zu beenden, würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende des Videos. Und, ja, mir hat's Spaß gemacht. Ja, aber mir auch. Hört man noch raus, ne? Ja. Na dann, Leute, bis bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.